Oh, hier liegt auch noch ein Baumstamm. So, jetzt können wir wieder die Axt wechseln. Wie wir gleich behalten können. Also mal gucken, dass wir nochmal so ein Bambi kriegen hier. Was wir denn liebevoll und zart singend über den Jordan schicken. Irgendwann noch so ein Totem. Ha? Weg hier die Scheiße. Ah, so einen Kopf haben wir schon. Habt ihr nämlich gesehen, dass man da auch. Ah, guck mal, was sie alle aufgestellt haben, um uns hier fernzuhalten. Um uns zu warnen, mitten im Busch, wo keiner was sieht. Da bauen sie das hin. Schleichen sich nachts hier um ein Häuschen mit Taschenlampe. Ah, wenn wieder ein Piepmatz. Ein Hase oder so ein Reh wäre jetzt eigentlich ganz klasse. Na, mal kicken, dass wir hier. Vielleicht so ein Häschen. Oder ein Rehlein. Vielleicht kommen die jetzt auch nicht mehr. Vielleicht haben sie von dem einen Reh den Hilferuf gehört oder den schmerzverzerrten Schrei. Was sie jetzt Angst gekriegt haben. Oh, das ist eine Wildsau. Das ist eine Wildsau. Mal gucken, ob wir die erwischen können. Ja, renn. Ja, komm. Ja, hier, mal schön erlegt. Haben wir eine schöne Wildsau getroffen. Ja, kriegen wir nur auch so ein Fleisch. Ist ja denn, ja. Naja, Hauptsache Fleisch. Unser Energiebalken ist schon wieder für ein S. Gut, dann laufen wir erstmal zurück hier. Rennen können wir leider nicht. Müssen wir normal laufen. Extra für die kurze Strecke jetzt ein Snickers hier einzupfeifen, ist auch blödsinnig. Wenn wir wieder in unserem Häuschen sind, dann braten wir uns erstmal wieder was. Ja, mit unserem super Dach hier. Muss ich nochmal anmerken, ist uns echt gut gelungen. Wie das Dach da einstürzen konnte, ist mir ein Rätsel. Vielleicht kam mir über Nacht irgendwie einer. So, der dicke Nachbar von oben oder so, ich weiß ja auch nicht. Mach doch mal an hier. So, mal richtig brutzeln. So, was haben wir denn überhaupt noch an? Oh ja, kiek mal hier, Leaves haben wir hier noch. Also Blätter. So, schmeißen wir hier was drauf auf die Pfanne. Oh, brutzeln mal richtig an hier. Zweimal drücken. Mit der Grille auch nicht aussieht. Ohne Feder. Nehmen wir mal mit. Können wir auch nach dem Essen erstmal kicken. Für was wir die Federn vielleicht hier brauchen können. Ich kann irgendwas Cooles damit basteln. Ja, da. So. Gut. Wir wechseln wieder die Axt, weil wir jetzt zum Holzfällen wieder übergehen. Ja. Unsere super Tür ist immer noch präsent. Muss man dazu sagen. Die haben wir echt gut gebaut, die Hütte. Ja, wird der eine oder andere jetzt sagen, ja, damit hab ich doch nichts zu tun, hast du da gebaut, Rabbi. Ja, wir spielen ja hier zusammen. Ja. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich bauen soll oder was ich machen soll, wie gesagt, einfach in die Kommentare schreiben. Ja. Ein Däumchen wäre natürlich auch super. Ja, aber auch nur, wenn es ernst gemeint ist. Also wenn er meint, oh, Rabbi, die Folge war gut gewesen, dafür gebe ich dir mal einen Daumen. Einfach nicht zögern. Tut auch nicht weh. Mal ein Däumchen drücken. Ja.
Positive Bewertungen sind herzlich willkommen, genauso wie negative. So. Wenn euch irgendwas nicht gefallen hat oder ihr sagt, oh, Rabbi, du bist ja voll der Noob, ey. Einfach hinschreiben. Auch Negativbewertungen nehme ich ernst. Sehr ernst sogar. Ihr seht, ich habe einige Auswahl an Äxten. Ja, ich nehme jede Kritik, nehme ich sehr ernst. Nee, so ist es natürlich nicht, wa? Hauptsächlich arbeite ich eigentlich nur mit Fleischerbeil, aber mit einer Axt eigentlich nicht so. Ich würde gerne das Häuschen hier zum Abend fertig kriegen. So, die letzten 10 Stämme. Eigentlich können wir das da schon abreißen. Wa? Wenn wir das abreißen würden, denke ich mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ob sich das lohnen würde. Wir kicken mal, was war. Ob wir das überhaupt wieder abreißen können. Nee. Seht ihr? Doch. Da geht was. Wollen wir das kaputte, Jan? Ah, das da oben, wa? Ah, kick mal ihn an. Oh, kick mal. Bauen wir das da ab? So. Benutzen wir die Stämme, müssen wir weniger hacken. Wir sind ja ökologisch, ökonomisch, wa? Müssen ein bisschen auf die Natur achten. Wiederverwertung, meine Freunde. Wiederverwertung. Dum, die dum, die dum, die dum. Boah, hier haben wir ja einiges an Baumstämme. Ah, schade, dass wir die anderen nicht mit abbauen können hier. Dass wir das auch noch einreißen können, irgendwie. Auf jeden Fall kriegen wir hier noch einiges an. Einiges an Hölzern zusammen. Boah, kommt sehr gut. Denk mal, kriegen wir prima hin. Ah ja. Das geht natürlich auseinander. Ist natürlich super. So, das bauen wir jetzt einfach ab, weil jetzt haben wir unser Hütchen. Ja. Warum der das jetzt weggeschmissen hat, weiß ich nicht. So, 2 Stämme noch. So, dann ist das jetzt hier natürlich. Na. So. Dann gehen wir mal rein in unser Häuschen, wa? Ah. Gut, dann müssen wir natürlich springen. Alter. Ey, ist es nicht dein Ernst hier, dass ich hier nicht durch diese Tür komme? Ey, was ist denn das? Ich muss in meine... Ich muss durch meine eigene Haustür springen. Jetzt hänge ich hier drinnen fest. Ey. Weil die Tür nicht aufgeht. Ey, was ist das mit diesen Türen? Leute. Das ist doch jetzt hier alles nicht mehr wahr. Können wir das Fenster wenigstens abhauen? Nee. Ey. Jetzt kommen wir hier nicht mehr raus.
Jetzt hängen wir hier drin echt fest. Wir sind zwar reingekommen, jetzt kommen wir aber nicht mehr raus. Ey, ich drück wie ein Bekloppter. Jemand tut schon der Finger weh. Ja, da geht jetzt nichts mehr. Ey, was ist das mit diesen Türen? Warte mal, können wir uns ducken? Vorwärts und springen? Ja. Ey, was ist das mit diesen Türen? Was ist da nur? Ja, wahrscheinlich haben wir das hier falsch gebaut. Können wir das wieder abreißen? Nee. Das können wir natürlich jetzt nicht abreißen. Ey, weil wir diese Treppe hier scheiße gebaut haben. Ist dieses ganze Haus jetzt wahrscheinlich für den Arsch. Alter. Ey, das kann's doch jetzt nicht sein. Ey, wir haben uns jetzt so viel Mühe gegeben hier. Und man kann es jetzt nicht mehr abreißen. Ey, weil ich das schon wieder so kacke gebaut habe jetzt. Ey, das kann's... Nee. Leute. Das ist doch jetzt nicht hier der... Ey. Ist doch Käse jetzt. Tja, was machen wir jetzt? Ich bin jetzt dazu geneigt, das Spiel, ja, den letzten Spielstand nochmal zu laden und nochmal das neu zu machen. So. Der liegt hier auch hier mit seinem nackten Arsch. Ah. Toll. Nee. Das ist ja jetzt hier auch kaputt. Hier drinnen sind wir dann auch nicht mehr sicher. Ja, müssen wir den letzten Speicherstand laden. Anders geht das jetzt nicht. So, müssen wir versuchen. Das war, die dazugebaute Leiter irgendwie loswerden. Ey. Was ist das nur mit diesen Türen? Nee. Das machen wir nochmal neu. Das laden wir nochmal neu. Machen wir jetzt einfach. Weil das geht ja nicht. Ich baue ja jetzt nicht nochmal so ein Häuschen da auf mit 98. Hast du nicht gesehen, ja? Oh, Singleplayer. Continue. Meine Fresse. Ey, krieg ja jetzt schon wieder so ein... Ey. Ein Hals wie ein Oberschenkel, wa? Ein Hals wie ein Oberschenkel hier. Ey, wie kann man so dämlich sein? Ja, da fällt das Dach wieder zusammen. Sehr gut. Oh, meine Fresse hier. Bin so begeistert. Und diese Tür hier. Die regt mich am meisten auf. So, jetzt gucken wir mal. Ob schon irgendwas. Nee, hier. Dann machen wir, dann bauen wir das Ding hier ab. So. Das machen wir weg. So, und bauen lieber nachher. Wenn das fertig ist, dann bauen wir lieber nochmal was dazu. So, dann machen wir. Nee. Wir müssen. Wir müssen jetzt wieder das Dach hier erstmal sicher machen, weil das jetzt unsere einzigste Behausung ist, in der wir hier überhaupt agieren können. Ah, wenn von oben da einer runtergesprungen kommt, dann ist auch Käse. So, jetzt müssen wir das wieder zukriegen. Hat er das? Ist das? Ja. Oh, sieht ja gut aus, was wir hier machen.
Ja, natürlich ein Loch. Sehr gut. Also werden wir von den frühen Sonnenstrahlen werden wir geweckt. Ist natürlich Blödsinn. Ich versuche mir das jetzt nur schön zu reden. Ja. So werden wir von den ersten Sonnenstrahlen gekitzelt. Vielleicht noch ein kleiner Tropfen Morgentau fällt auf unser Alabastergesicht nieder. Das ist Survivor. Wir machen uns eine Aloe Vera Creme, weil wir Männer sind. Wir stopfen uns die Socken selber. Wir gehen auf die Jagd mit Nagelfeile, weil wir Männer sind. Ein Lizard. Den haben wir mal richtig in der Breitseite gegeben, wa? Den Lizard hier. Ja, das heißt, wir müssen dann auch wieder auf Bambi-Jagd gehen. Oh. Ja, die Leiche ist hier mitten im Stein drinne. Dient da auch als Warnung für irgendwas. Den packen wir mal dazu hier, damit der nicht so alleine liegt. So. Gruppendenkmal. Oh, da sind ein paar runtergerollt. Sehr gut. Haben wir überhaupt noch was zu essen? Ja, ein bisschen was haben wir. Damit kommen wir ein bisschen hin. Jetzt muss ich den ganzen Rotz hier nochmal machen. Aber egal. Was macht man nicht alles für die Perfektion? Oh, das ist ein Hase. Den nehmen wir mit. Solange der nicht abhoppelt hier. Ja, wieder unsere Bären kaputt gemacht. Scheiß Hase. Oh, hier sind gute Bären. Die sammeln wir mal ein. Haben wir, wo wir das jetzt hier neu gestartet haben, haben wir das ja auch gemacht. So, haben wir alle eingesammelt. Ja, für schlechte Zeiten haben wir jetzt ein paar Bären. Falls es mal wirklich in der Not irgendwie was fehlt. Och, ich bin so begeistert. Ey, wir haben so schön gebaut gehabt. Hatten so tolle Gespräche. Freunde, Freunde! Oh. Der Schatten sieht aus, als ob wir Segelohren hätten. Müssen wir aufpassen, dass der Wind nicht von hinten kommt. Ansonsten klatschen wir hier vor den Stamm. Ah, der fällt nicht so besonders. So, nehmen wir die Stämme hier mit. Was kommt wieder die Abenddämmerung?
Und dann hat das Irrenhaus wieder die Pforten geöffnet.